So, Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Und ich kann euch sagen, Leute, was hier jetzt mir gerade angekommen ist, da kommen jetzt einige Videos. Also ich habe hier einige Displays noch. Wir machen das aber chronologisch alles. Und zwar fangen wir erstmal an mit einem BT4 Display. Ja. Kennen wir ja schon, haben wir schon mal einmal aufgemacht. Eins. In dem Sinne können wir relativ schnell durchgehen. Ja, Boxtopper ist die gute Kari. Als lila Karte. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob ich die habe. Das kann ich, erfahre ich erst am Ende, wenn ich das mit meinen Karten abchecke. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ich hätte tatsächlich gerne einen Lucemon, sage ich ohne Witz. So, ist natürlich die seltenste Karte, aber Lucemon hätte ich sehr gerne. Einfach vom Artwork her, ne? Hätte ich gern eins. Nicht wegen dem Seltenheit, sondern ich habe die Karte hier noch gar nicht so, ne? Warum soll ich sie dann verkaufen wollen, ne? So, dann haben wir als erstes Flamon, dann haben wir Gaumon, dann haben wir Gabumon, Gotzumon, Leomon. Dann haben wir Vermilion. Sieht wie ein Monochromon aus. Dann haben wir Perchshine. Dann haben wir eine sehr schöne Karte, glaube ich, im Hintergrund. Ich weiß nicht welche. Dann haben wir Soundbirdmon. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Ich glaube, von dem gibt es, glaube ich, eine Altart sogar. Ich weiß nicht. Crowmon. Dann haben wir Missimon. Dann Issy als Rare. Und Agunimon als Altart. Wow. Krasser Scheiß. Wir fangen direkt mit einer Altart an. Wow. Das ist heftig. Ich bin jetzt natürlich nicht vorbereitet, dem Sinne. Boah, ich habe hier auch alles vollgepackt, ey. Ohne Witz. Alles vollgepackt hier. Boah, jetzt habe ich auch noch Sleeves mitbekommen gehabt, die ich eigentlich überhaupt nicht brauche. Ja. So, wir machen natürlich den Card Trader auf, weil ich sehen möchte. Was die Altart Agunimon geht. So. Gunimon Altart, die sieht ja unnormal geil aus. Boah, was? Alter. 17 Euro geht die. Boah, für eine U-Karte. Nur für eine U-Karte geht die 17 Euro. Scheiß. Ja gut, ich glaube, die ist jetzt sehr, sehr begehrt, weil ja BT7 raus ist. Deswegen ist der Preis natürlich mega heftig. Boah, 17 Euro geht die. Die sieht aber auch unnormal geil aus. Und weißt du, wisst ihr, was das Wichtigste ist? Das ist das Artwork hier drauf. Ich habe das im letzten BT4 Booster noch gesagt. Wie kriegen wir dieses Artwork eigentlich? Und da ist sie. Altart. Scheiße geil. Cool. So, als nächstes Phantomon. Dann haben wir Strabimon. Dokunemon. Bidomon, Blimpmon, Aqua Viper, Otamamon. Dann haben wir Original Agunimon. Das sieht natürlich trotzdem geil aus, so ist nicht, ne? Aber, ey. Altart, das sieht natürlich tausendmal geil aus, ne? Lotusmon, Sakutomon. Dann haben wir Machgaugamon und Chaos Valdur als Super Rare. Sieht sehr, sehr cool aus. Ich kenne die Karte leider gar nicht. Schön. Ich glaube, die geht dann, glaube ich, auch eher so, naja, wenn ich mich jetzt nicht wundere. So. Ich habe das nur ganz gerne immer so nebenbei. Agunimon war jetzt ein bisschen, naja, weil musste ich jetzt sogar eintippen.
Geh mal kurz auf Super Rare. Ich will das immer nur ganz gerne so wissen, so. Verkaufen tue ich sie eh nicht. 280 geht die, okay. Ja. Dann der Vimon sieht aber sehr cool aus. Den hätte ich ganz gerne mal. Mal schauen, vielleicht haben wir Glück. So, Hypogryphomon, Jack Wright, Gaugamon, Fugamon, Zyklonic Kick, Kudamon, Neo Devimon, dann haben wir Piranimon, dann haben wir Anubismon, dann haben wir Silstramon, Varudurumon als Rare und Plutomon als Super Rare. Also die ersten drei Booster sind unnormal geil, hätte ich die jetzt einfach so aus dem Display nur gezogen gehabt. Hammer. Genial. Plutomon geht natürlich nichts. Also steht hier jetzt 40 Cent. Ich denke mal, wenn ich den jetzt verkaufen würde, 1, 2 Euro vielleicht. Aber ich habe den, glaube ich, gar nicht. Tankdramon, Diatrimon, dann haben wir Liolmon, Agumon, Tobiomon, Meteormon, die Weiterentwicklung von Gotzumon, man erkennt es ja, ne? Hypogryphomon, dann haben wir Burning Greymon, sehr, sehr coole Karte. Lalamon, dann haben wir Putmon, dann haben wir Zerberusmon, Werewolf Mode und Orochimon, der in BT7 jetzt eine lila Karte bekommen hat, den ich sogar im Pre-List gespielt habe. Ja, ich kann tatsächlich, ich kann eigentlich ja weniger was zeigen vom Pre-List. Karten habe ich eher so, naja. BT7 mäßig habe ich, habe ich einen Susanomon gezogen, ne? Natürlich normal. Aber der geht ja trotzdem 35, 40 Euro, ne? Ist schon heftig. Geogreymon, Leomon, Strabimon, dann haben wir Pidomon, Golemon, Devimon, dann haben wir Dokunamon, Dobamon, dann haben wir Rasielmon, Barbongamon, dann haben wir Fullmon Blaster und Yoshino als beide Rare. Schön. Ja, Yoshino haben wir ja auch als Boxtopper bekommen. Glaube ich jedenfalls. Ja, ich glaube Boxtopper. Dann haben wir Kari noch gar nicht. Ja, umso besser. Kudamon, Gaugamon, Otamamon, Gabumon, Final Tsubakun, Punch, dann haben wir einen Falgumon, Regalekusmon, ich weiß nicht, ob ich die richtig ausspreche, Spinomon, dann haben wir Rouchmon, dann haben wir I will drag you into the depth, dann haben wir Victory Greymon als Rare und War Greymon als Super Rare. Wir haben den im allerersten haben wir den als Altart gezogen. Der geht auch scheiße viel. Also der geht ziemlich viel. Ich habe den jetzt getauscht gehabt. Also ich habe jetzt noch normalen War Greymon auch, was sehr, sehr cool ist. Cyclonic Kick, Vermilion, Jack White, Kusukumon, Maikomon, auch süß. Atomic Inferno, dann haben wir Phantomon, dann haben wir Sunarizamon, Kuromon, Tactic Retreat, Blinding Ray und Blastmon, der geht leider nix. Sieht aber geil aus, ne? Aber mir ist das persönlich scheißegal, also wenn die Karten irgendwie was Cooles machen, so, why not? So, ne? So, dann haben wir Aqua Viper, Vulkadramon, Maykragmon, Scorpiumon, Zebrosmon, dann haben wir Sangomon, Gotzomon, Barkemon, Lobomon, cool, Hair of Dragons, dann haben wir Ghostmon und Victory Greymon als Rare. Schön. Ja, die Rares fehlen mir tatsächlich auch noch viele. Habe ich auch noch nicht alle auf 4. Ich denke mal, nach diesem Display und vielleicht den einen oder anderen, das noch nachkommt. Ich verrate jetzt nicht, wie viele, aber boah, das ist echt eine Menge. Und was der mir hier noch als extra dazugelegt hat, also Respekt, also da bestelle ich auf jeden Fall nochmal. So, Flamemon, Grableomon, Growlmon, Labramon, dann haben wir Blimpmon, dann Gaumon, Fugamon, dann haben wir Growlmon, Lalamon, Xiaomon, dann haben wir Darkdramon, sehr, sehr cool, und Blinding Ray. Also, Darkdramon sieht richtig cool aus. Level 6 mit 11.000. Ja. So, Perchschein, Agumon, Diatrimon, Leolmon, Neodevimon, Tobiomon, Drangdramon, dann haben wir Spinomon, Rouchmon, Kendogarurumon,
Dann haben wir Marine, Chimera Ramon und Trident Revolver. So. Aber ganz ehrlich, die ersten 12 Booster fehlen jetzt, sind jetzt noch 2 Stück. Dieses ist auch noch eins. Kudamon, Grableomon, Aqua Viper, Phantomon, Meteormon, Pidomon, Atomic Inferno, dann haben wir Kuromon, Dobermon, Bushi Agumon, dann haben wir Tai und Machgaugamon als Rare. Also gute Ausbeute, ne? Eine Altart, 4 Super Rares. Auch wenn die Super Rares naja gehen, ne? Also eigentlich gar nichts. Ist scheißegal, weil YOLO, ich hab die noch nicht genügend, deswegen. Gaugamon, Cyclonic Kick, Final Tsubago Punch, Geogreymon, Hippogriffon, Gaumon, Purgine, dann haben wir Burning Greymon, Piranimon, Pudomon, Commandramon als Rare und Hellsgate ebenfalls als Rare. So, dann kommen jetzt die letzten 12 Booster. Ja, was heißt letzten, so, ne? Ist mehr als genug. So. Dann Hypogriffonmon, Guzokumon, Phantomon, Purgine, Geogreymon, Skullscorpionmon, Devimon, Sunarisamon, genau, Lotusmon, Sakutomon, dann haben wir Commandramon und Hellsgate. Wow. Scheint ja fast so, als hätten wir fast die gleichen Karten alle gezogen. Krass. Das ist tatsächlich jemandem passiert, der hat BT5. Glaube ich, geöffnet. Und er hatte wirklich 2 Displays und die haben wirklich exakt das gleiche gezogen. Die gleichen Super Rares und die gleichen Altart. Das war schon krass. Ja. Kudamon, Sankomon, Volkdramon, May Crackmon, Kabu, Dokunomon, Kendo, Garuromon, Agonimon, dann haben wir Anubismon. Auch sehr cool. Pollen Spray und Seed Garurumon. Ja, ich sortiere das immer als Kamen und Ukamen, weil so kann ich dann abfertigen, welche Karten mir noch fehlen. Deswegen, das bearbeite ich dann alles, sortiere das alles schön nach der Reihe und dann werde ich das einpflegen. Deswegen. So, Growlmon, Gaugamon, Diatrimon, Tankdramon, Neodevimon, Agumon, Tobiomon, dann haben wir Silstramon, Rouchmon, Putmon, Commandramon, boah, den haben wir jetzt schon das dritte Mal gezogen, und Ancient Greymon, wow, das ist die, ja, Secret, das bedeutet, wir ziehen leider keine weitere Altart und auch kein Lusumon, aber wir haben Ancient Greymon, der, boah, ich glaube, geht überhaupt was? Das weiß ich gar nicht. Lusumon geht ja auf jeden Fall was. Ja, tatsächlich, der geht 35 Euro. Der geht 35 Euro. Schön. Schön. Kann man mitnehmen aus dem Display. Also Display ist schon mal preislich raus. Ja. Also da habe ich schon preislich. Mit den beiden Karten bin ich schon raus. Denke ich mal. So, Lilmon, Sankomon, Vermilionmon, Purgine, Cyclonic Kick, Gabumon, dann Meteormon, Burning Greymon, Piranimon, Missingmon, dann Markus Damon und Mirage Gaugamon als Super Rare. Schön. Geht natürlich nicht. Aber, ja, ist doch egal, finde ich. Ja gut, ich meine, der geht jetzt auch nicht so viel, ne? Also ich meine, der macht jetzt auch nicht so viele geile Sachen, ne? Wenn er die gewolft ist, kriegst halt pro 4 Karten in der Hand deines Gegners ein Memory und er ist halt unblockbar. Ja, ist okay. Pidomon, Grableomon, Labramon, Atomic Inferno, Guzokumon, Maycrackmon, Geogreymon, Rasielmon, Barbongamon, dann Kuromon, dann haben wir Kari. Natürlich sieht Box super geil aus, ne? Ist ja logisch. Und dann haben wir Gukmamon als Super Rare. Naja, der kann das ist aber auch nicht so gute Fähigkeiten, würde ich sagen. Ja, ist jetzt aber auch nicht so der Hit, ne? Der ist halt ein guter Konter, so, das war's dann aber auch schon, ne?
Egal. Gotzemon, Gaumon, Devimon, Flamemon, Kudamon, Feinde Subagomon, Dokunemon, dann haben wir Sunburnmon, Lalamon, Bushiangemon, dann haben wir Seed, Garurumon und Rice Draymon als Super Rare. Schöne Karte. Ja, wirklich schöne Karte. So, dann haben wir Aqua Viper, Jack Wright, Otamamon, Hippogriffon, Golemon, Regalegusmon, Fugamon, dann haben wir Xiaomon, Tactical Retreat, Dobermon, Pancho Leomon und eine neue Kari. Die gleiche Kari, nur erneut. Schön. Schön, schön. Und der Stapel der Booster geht höher. So, Falcomon, Strabimon, Leomon, Phantomon, Blimpmon, Vulkdramon, Grommon. Dann haben wir Spinomon, Urjackio into the Depth, Bunch, Buncho Golemon. Dann haben wir nochmal den Markus und den Issy. Schön. 2, 4, 6, 7 sind das nur. Also eine Super Rare müsste jetzt noch drin sein, der Rest müsste Rare sein. Ja. Gaugamon, dann haben wir Skull Scorpionmon, Zerbrosmon, Maikomon, Tobio, Neodevimon, Diatrimon, Bakemon, ach ja, das ist ja auch eine, ich weiß nicht, warum das eine Uhr ist, Chromon, dann Bukamon, dann haben wir Thomas und Nitokmon als Super Rare, schön, da ist sie. Den habe ich auch im letzten als Altart gezogen. Altart sieht natürlich tausendmal geiler aus. Na, wollen wir nicht drüber reden. Schön. Schön, schön. So, dann Liolmon, Tankdramon, Agumon, Gusokumon, Rollmon, Meteormon, dann haben wir Geogremon, dann Sunflowmon, Lobo, Hair of Dragon, Barudurumon und Thomas. Dann die letzten beiden. So. May Crackmon, Grab Leomon, Zebrosmon, Atomic Inferno, Makomon, Final Supergomon, ja, egal. Regalekusmon, Kendo, Bukamon, Bushiagomon, Shine Greymon, sehr, sehr cool. Ich mag Shine Greymon. Und Vogromon als beide Rare. Schön, aber Shine Greymon sieht cool aus. Macht ihr was Schönes? Oh, schön. Coole, coole Fähigkeit. Ja. Aber ich finde den aus dem Galantmon Starterdeck geiler. Nein, nein, weil der dann Kamehameha macht. Ah, cool. Egal. Voltramon, Skull Scorpionmon, Devi, Stankomon, Falcomon, Labramon, Golemon, dann haben wir Buncho Golemon, Sunflowmon, Xiaomon, dann haben wir Chaosmon und Darkroar als Rare. So Leute, das war das Unboxing zu diesem schönen BT4 Display. Ich würde mal sagen, die beiden Karten sind schön. Die Karten brauche ich für meine Sammlung noch. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann zu einem nächsten Unboxing-Video wieder. Ich versuche die so schnell wie möglich hochzuladen, ne? Aber dauert ein bisschen. Aber seid gespannt. Alles klar, Leute. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.